Hallo Freunde der Klemmbausteine, schaut mal, ich habe ein tolles Modell dabei, halb fertig. Sieht von der Seite noch besser aus wie von der Seite. Was ist passiert? Folgendes, die zwei netten Herren von Let's Brick haben mich angeschrieben, haben gefragt, hier hast du Bock, wir machen heute Abend einen Livestream oder wir machen morgen Abend einen Livestream, es war irgendwie Samstagnacht oder so. Und wir hätten noch ein Plätzchen frei. Und habe ich mir gesagt, klar, mache ich mit. Was baue ich denn da bloß? Ja, ich war so anderthalb, zwei Stunden geplant und ich habe nur größere Sets hier. Aber ich hatte den Ecto-One von Mold King noch hier. Da ist er. Zeige euch mal die Verpackung. Tolles Set. Habe ich gekauft bei Joy für 21,50 Euro, glaube ich. Ein Schnapper, sage ich euch. 603 Teile. Super Qualität, kann ich bisher schon sagen. Alles klasse. Gibt natürlich auch einen Haken an der Sache. Oder auch zwei. Wir fangen mal mit dem ersten großen Haken an. Moltke hat mal wieder zugeschlagen und hat sich einfach irgendeinen Mock geklaut. Diesen hier. Vom Lego Tuner 33. Und das sehe ich ja gar nicht ein. Also, nee. Ich habe es erst hinterher erfahren. Was macht man in so einem Fall? Man nimmt das ganze Set und schmeißt es weg. Nein. Man geht auf Repriggable, sucht sich das Set raus und zahlt dem guten Mann seinen Lohn. Genau so ist es. Und er wollte wahnsinnig viel dafür haben. 2,67 Dollar. Es war ja ein Schock. Ich habe das Ding bezahlt. Hier ist die PayPal-Abrechnung, damit ihr das auch seht. Und wenn ihr in Zukunft von Mold King so ein Set kauft und findet raus, dass die das geklaut haben, dann macht ihr doch bitte das genauso. Ich habe kein Problem mit, wenn irgendwo irgendein Plagiat das EOL gegangen ist von dem großen Marktführer, das absurde Summen kostet, weil das in die Firmenphilosophie passt, damit man sich das in den Keller legt und in 10 Jahren für 10-fache verkauft. Wenn man sich dann in China ein günstiges Plagiat besorgt, dann habe ich damit kein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn man Leute um ihre ehrlich verdiente Arbeit bringt, um ihren Lohn bringt für Arbeit, die sie geleistet haben. So. 2,67 Dollar. Nein. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Es ist geschenkt. Also wenn wer sich sowas ausdenkt, genial, super Sache. Also ich habe es bezahlt. Solltet ihr bei Joy dieses Set kaufen, macht übrigens nicht der Händler dafür verantwortlich, das ist eine Sache von Mold King. Dann geht doch auf die Seite, auch das ist verlinkt unten. Gebt dem guten Mann seine 2,69 Euro, was es umgerechnet kostet, je nach Dollarkurs. Und dann könnt ihr beruhigt schlafen und der Mann ist für seine Arbeit bezahlt worden. So viel zum ernsten Teil. Kommen wir zum lächerlichen Teil. Alles an dem Ding ist ein Aufkleber. Auf der letzten Seite der Anleitung. Ich habe so gelacht. Ich lache immer noch. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Nein. Einfach nur nein. Die Krönung an der Geschichte ist, dass alle Aufkleber, ihr seht es ja an dem Stickerbogen, der ist weiß und alle Aufkleber sind so beigefarben. Natürlich kommen die auf weiße Teile. Also, ihr wisst, was damit passiert. Ne? Ihr könnt es euch denken. Genau. Die bleiben da, wo sie sind. Ansonsten zu den Teilen, zu dem Bau. Super Teilequalität. Kann man Moltkin keinen Vorwurf machen. Das ist wohl der tiefest gelegte Ecto 1, der jemand auf den Markt gekommen ist. Also noch eine halbe Blade unten drunter, der wird auf den Boden schleifen. Aber ansonsten ist der wirklich cool. Der Bau macht Spaß. Ist echt sprunghaft, also man springt hier wild hin und her und baut die Teile an und man kann sich auf kein Konzept da irgendwie einigen. Aber es funktioniert alles, es macht Spaß, es passt, die Klemmkraft ist super und daher freue ich mich jetzt aufs Weiterbauen. Da ich jetzt die Anleitung gekauft habe, habe ich natürlich auch die PDF da dazu. Logisch, Repriggable schickt mir ja keine Post zu mit einer Anleitung, die gibt es nur von Mold King. Jetzt habe ich hier schon gesehen, dass die Anleitung von ihm ein bisschen anders der ist, wie das, was Mold King draus gemacht hat. Das ist mehr so Richtung Lego. So, wir verbauen ein Teil pro Bauschritt. Das ist Richtung Wangi. Es sind auch mal 3, 4, 5, 6 dabei. Ich werde gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Laut der Anleitung baue ich erst die linke Seite, dann die rechte. Jetzt habe ich die rechte schon gemacht. Gut, ich bin ja nicht blöde. Ich gucke einfach, was ich schon habe. Und wenn ich einen Bauschritt schon habe, dann überspringe ich ihn einfach. Es hat jetzt gar nicht lange gedauert und da muss ich euch was zeigen. Wir haben hier Folgendes. Wir haben ja hier so ein Fenster drin. Ich finde es ja mega cool gemacht, ehrlich gesagt. Hier mit der schrägen, seht ihr den Winkel, den wir da hinkriegen? Absurd. Mega cool.
Den erreichen wir dadurch, dass wir hier dieses Fensterelement mit so Blade Modified mit Haken dran und hier zwei Klammern hinkriegen. Die drücken wir komplett rein. Hier haben wir Slopes. Dadurch kriegen wir den Winkel hin. Jetzt haben wir aber Folgendes. Ich nehme es hier mal kurz raus, damit ich es euch zeigen kann. Sonst glaubt ihr mir das nämlich nicht. Diese zwei Fliesen sind von mir. Normalerweise ist diese Pearl-Silber-Käse-Ecke kommt hier hinten hin und die zwei braunen Fliesen kommen da hinten drauf. Das heißt, ich habe hier eine Stelle, wo nicht verbunden ist. Und wenn ich die Stelle nicht verbinde, dann sieht das hier so aus. Das gefällt mir nicht. Das hat mir nicht gefallen. Also habe ich die zwei Fliesen raus, habe die Käse-Ecken nach vorne gesetzt, weil sie da nicht stören, und habe mir hier zwei Dark Blush Gray Fliesen genommen, die ich habe. Ich habe auch hier hinten eine Dark Blush Gray 2x2 Fliese, von daher passt das. Setze sie da rein und schau an. Ich habe ein stabiles Auto. Die zwei Käse-Ecken habe ich nach vorne gesetzt. Ich weiß nicht, ob ich die nachher nochmal rausnehmen muss. Ich glaube nicht, weil hier kommt jetzt das Fenster drauf. Wird hier runtergeklappt. Ich habe hier den schönen Winkel. Und da kann ja da eigentlich gar nichts mehr hinkommen, weil da ist ja nichts mehr. Schick, oder? Komm mal, von der Seite. Ja, wir haben auch hier so eine komische Fracht nicht. Das bleibt auch so. Egal. Merkwürdige Bautechnik. Ein Mock halt. Aber ich finde ihn optisch echt cool. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Und ich habe hier zwei braune 1x3 Fliesen übrig. Yeah! Da haben wir den schönen Ecto One von Mold King bzw. von Lego Tuner 33. Ich habe ihn unten drunter verlinkt, könnt ihr draufklicken, könnt ihr die Teilliste kaufen oder die Anleitung kaufen, die Teile kaufen. Der hat auch noch jede Menge andere Speed Champions gebaut. Ich finde es echt Mist von Mold King. Das Ding kostet 21,50 Euro. Wenn sie 25 Euro verlangen würden und hätten den Designer bezahlt, dann würde das Auto sich genauso verkaufen, weil es ist einfach klasse. Ich finde es einfach unfair, dass Leute sich die Arbeit machen, sowas zu designen und dann über den Tisch gezogen oder beklaut werden. Das ist einfach Mist. Mein Kumpel, der dasselbe Modell über mich gekauft hat, der hat auch gleich gesagt, hier, geh hin, kauf die Anleitung gleich noch einmal. Ich weiß gar nicht, ob das geht, weil als ich die gekauft habe, ist die Anzeige umgesprungen und konnte mir die PDF runterladen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn doch mal kaufen kann. Ich werde es rausfinden, hoffe ich. Kontakt ist auch nicht so einfach zu Lego Tuner 33, geht nur über Instagram. Aber ich hole mir doch jetzt keine andere Software. Ich habe nichts mit Instagram zu tun, nur um den anschreiben zu können. Ich verstehe nicht, warum bei Rebrickable nicht einfach eine E-Mail unten dran ist. Vermutlich, damit sich die Leute nicht außerhalb von Rebrickable mit dem Designer einigen können und denen die ihre Prozente verloren gehen. Ist nun mal so. Okay, soviel zu dem Designer und zu Mold King. Wir fangen mal ganz einfach an. Ich habe Teile übrig. Einmal 6 hier Blade, 3 Stück, keine Ahnung. Ich habe nachgeguckt, sie fehlen nirgendwo, das Auto fällt auch nicht auseinander. Sind alles übrig. Dann dachte ich, dass mir ein Teil fehlt, beziehungsweise eigentlich zwei Teile. Einmal 1 schwarze Blade hat mir gefehlt. Die habe ich dann gefunden, indem ich die Tütennummer durchsucht habe, kam sie mir entgegengefallen. Und dann ist hier hinten, unter diesen weißen Türmchen, ist in der Anleitung vom Originaldesigner, ist hier so eine Blade Modified mit so einer C-Clamp vorne dran, an der aber nichts mehr festgemacht ist. Und da noch nichts mehr dran ist und es einfach nur eine C-Clamp ist, hat sich Mold King gedacht, ach cool, 0,02 Cent, die sparen wir uns, wir lassen das Teil weg. Gut. Ich habe sie bei mir als Ersatz rausgeholt, dran gemacht, habe jetzt festgestellt, dass das bei Mold King nicht vorgesehen war. Also habe ich sie wieder abgemacht, weil sie auch wirklich keine Funktion hat. Dann hat Mold King sich gedacht, boah, blaue Hose Ridges sind schweineteuer, die lassen wir auch weg. Im Originaldesign ist im Bauschritt 199, gehen hier von diesen Elementen zwei blaue Hose Ridges hier hoch. Beim Lego Set Ecto One übrigens genauso, da sind sie zwar weiß, glaube ich, aber dieses Teil ist da. Bei Mold King nicht. Hat man sich weggespart. Ich weiß jetzt gar nicht, was auf den ersten 50 Bauschritten, die ich gemacht habe, bei Mold King noch anders der war. Vielleicht haben die noch das eine oder andere weggespart, von dem ich jetzt gar nichts weiß. Dazu müsste ich das
die ganze PDF durchsuchen, sehe ich aber nicht ein. Wir haben Türen, die wir öffnen können. Also wir haben eine Motorhaube, die wir öffnen können. Da ist sogar angedeutet ein Motor drin. Auf Hinspricks mit roten 1x1 Roundtiles. Mega cool. Wir haben Türen, die wir öffnen können. Und wir haben eine Heckklappe, die wir öffnen können. Bei den Türen habe ich was geändert. Diesen Satz hört ihr oft zu mir, oder? Also andere Leute Arbeit verbessern kann ich. Sich selbst ausdenken ist schwieriger. Pass auf Folgendes. Und zwar habe ich hier diese von Kobi diese Baseplates eingefügt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich mache die jetzt mal weg, damit ihr das seht. Nicht nur, dass die dem ganzen Ding hier eine gewisse Stabilität gibt, sondern ohne diese Plate fällt die Tür nämlich bis ins Innere und ich habe diese Kante hier. Weißt du, ob man die Kante jetzt sieht? Ich mache das mal hier hinten zu. Du kannst es besser greifen. Da habt ihr diese Kante. Hier drüben, ich drücke es extra fest, ist diese Kante nicht mehr. Und das liegt daran, dass hier im... Jetzt habe ich aber eine Kante, die ich gar nicht mehr rauskriege. Oder was? Hallo? Habe ich so weit reingedrückt? Irgendwas habe ich jetzt verschoben. So. Ich zeige es euch. Wir haben hier diesen Vorbau. Und dadurch, dass ich diese Blät hier drauf gemacht habe, komme ich genau auf die Dicke, bis auf ein paar Millimeter. Also, wie gesagt, erstens wird das ganze Ding stabiler. Und zweitens stößt die dann hier an die Konstruktion und sie geht nicht weiter rein. Und dann hängt die da. Cool ist übrigens, dass die Türen hier gesperrt sind, also bauartbedingt. Es gibt hier so ein, zwei Sets, auch von Kobi, wo die Türen praktisch 180 Grad aufgehen. Die gehen nicht weiter auf Wieso. Das ist eigentlich schon ein bisschen viel, so hätte auch gereicht, aber wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Ja, und so gehen die halt zu und sie fallen nicht nach innen. Super Sache, oder? Sind wir uns doch einig. Innen drin wollen wir uns das, ja, wir gucken mal kurz rein, oder? Mega Dach, kommen wir gleich zu. Innen drin ist nicht viel los. Da ist eigentlich gar nichts. Im Übrigen ist im Originaldesign ist hier dieser 1x1 Stein. Da ist eine Computerkonsole drauf. Der hat auch in der Bauanleitung die Slopes und so weiter mit dem Geist schon drauf. Ich weiß nicht, ob es diese Teile irgendwo schon zu kaufen gibt, fertig bedruckt. Außerhalb beim Steinedrucker das Parkpack für den Echo One. Aber das waren größere Slopes, glaube ich. Das ganze Auto ist ja 10-mal so groß. Auf jeden Fall ist das hier bedruckt. Hier ist es halt jetzt nicht, einfach nur ein weißer Dachstein. So. Da man es innen drin eh nicht sieht und nicht reingucken kann, ist mir das egal. Was mir nicht egal ist, ist das Dach. Das Dach ist mega genial. Also ist super gebaut. Auch hier jede Menge Flat-Silber-Elemente. Teilweise sieht man sie gar nicht mehr, weil irgendwas drüber gebaut worden ist. Guckt euch das Gewimmel da oben an. Mega. Echt mega. Cool gemacht. Leiterchen dran. Hier irgendwelche Fallen oder Röhren. 16x1 Trends Blue oder Trends Dark Blues Käseecken. Coole Sache. Ich finde das mega. Das hat echt Spaß gemacht. War nochmal so ein richtiges Finish. Baut man ganz zum Schluss und setzt es dann drauf. War nochmal so ein richtiger Kick am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat Spaß gemacht. Es kann auch sein, dass dieses Auto ohne meinen Umbau jetzt an Stabilität gewonnen hätte, weil es ja hier vorne und hier hinten aufgenoppt wird, das Dach. Dadurch kriegt man ja auch eine gewisse Steifigkeit hin. Aber mein Auto ist halt jetzt auch steif, wenn das Dach nicht drauf ist. Ich ändere es nicht mehr. Erstens sieht man die Slopes, die Fliesen da drin nicht. Und zweitens weiß ich jetzt, dass es stabil ist. Ja, Kofferraum kann man wie gesagt auch aufmachen, ist aber nichts los innen drin. Und soweit wären wir dann durch, bis vielleicht auf die Tatsache zu erwähnen, dass ich den ganzen Mist hier nicht aufgebracht habe. Man erkennt dieses Auto auch so. Ich bin ein Freund von diesem Geist. Ich habe 36 Euro, glaube ich, bezahlt, um beim Ecto One die Aufkleberparts gegen Printparts auszutauschen beim Steinedrucker. Das ist fast ein Drittel von dem Setpreis, das ich bezahlt habe, nur um diese Aufkleber loszuwerden. Auch da waren nur die Geister und alles, also alles bis auf die Rostflecken gab es als Parkpack. Die Hälfte davon sieht man auch nicht mehr, aber ich wollte sie haben. Ich hätte auch diese Aufkleber jetzt angebracht, wenn diese Aufkleber weiß wären. Diese Aufkleber sind aber beigefarben.
Wisst ihr, wie grütze das aussieht, wenn ich diese beigefarbenen Aufkleber auf die weißen Slopes, die wirklich strahlend weiß sind, aufbringe? Wir haben einen wunderbaren Sticker-Designer bei uns in der WhatsApp-Gruppe, der nicht mein bester Freund ist, weil ich seit anderthalb Jahren lästere, dass ich Aufkleber absolut grütze finde. Jetzt werde ich zu Kreuze kriechen und werde ihn darum bitten, mir ein paar Aufkleber zu machen, auch für meinen Kumpel Patrick, der dasselbe Set gekauft hat. Da holen wir uns vier Geister, weil wir werden die Motorhaube auch mit einem Geist versehen. Und wir werden natürlich die Nummernschilder uns bedrucken lassen, also Aufkleber für machen lassen. Natürlich steht da nicht in Grau MK27020 drauf, sondern in Gelb, also gelber Hintergrund, schwarze Schrift, Ecto One. So hat es der Originaldesigner auch vorgesehen, weil im Teilepark sind nämlich Schilder mit Ecto One drin. Ich glaube, das kann man auch als Print kaufen. Das habe ich beim Steinedrucker, glaube ich, schon gesehen. Da gucke ich mal nach. Ich brauche nämlich eh noch die eine oder andere Flagge. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach die zwei Nummernschilder in 1x2 Ecto One. Da schaue ich mal. Ja, ansonsten wäre eigentlich nichts weiter zu erwähnen, oder? Wunderbares Set, schöne Sache. Hier drüben stehen vier Ghostbusters. So nebenbei. Habe ich da gekauft, wo ich auch das Set gekauft habe bei Joy. Kosten 5 Euro alle vier zusammen, 5,20 Euro. Kann ich leider nicht verlinken, sind markentechnisch oder 3D-markenrechtmäßig nicht ganz so einwandfrei. Ich weiß es nicht. Ich habe sie gekauft, habe sie mir herschicken lassen. Der Zoll hat nicht gemeckert. Geht schon aus, ist okay, oder? Hoffen wir mal. Dennoch möchte ich sie nicht verlinken, aus bestimmten Gründen, aber wenn ihr Ghostbusters bei Joy eingibt und der Minifiguren, werdet ihr sie finden. Ansonsten haben wir zu dem Set alles gesagt. Vielleicht die Größe noch, oder? Ich meine, die steht hinten drauf auf der Packung oder stand irgendwo drauf. Da steht sie. 23 cm lang, 8 cm breit, 10 cm hoch. Also das sind keine 23 cm. Ich komme auf 21,5 mit viel Wohlwollen. Die Breite von 8 stimmt. Ja, die Höhe von 10 stimmt auch, wenn ich die... Wenn die Antenne so steht, stimmt sie. So kommen wir vielleicht auch nur auf 9. Egal. Das sind eh nur Serviervorschläge, was auf der Packung da abgebildet ist. Weil das sind die Aufkleber ja auch weiß. Jo, ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, 21,50 Euro plus 2,70 Euro für den Designer noch draufgelegt. Ist Pflichtprogramm. Ist einfach so. Macht das bitte. Es macht die Kuh doch nicht mehr fett, oder? Und der Preis ist günstig, da kann man das mal investieren. Mau! Katze sagt auch ja. Also, wenn ihr dieses Set kauft, gebt dem Designer seinen verdienten Lohn. Und dann habt ihr euren Spaß dran und wisst, dass ihr was Gutes getan habt. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.